Red it and Norsk Liche. Cassandra ist wirklich seltsam. Ich frage mich, ob ich ihr trauen kann. Das fragen uns alle. In einem Traum flog ein Adler über die Insel, bevor eine Seuche uns alle dahin raffte. Ich sah auch einen Adler über die Insel fliegen. Aber statt durch eine Seuche, starben wir durch eine Flut. Willkommen. Wir sehen uns bald. Bist du schon? Schau. Ich muss gehen. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, das ganze Gerede von Göttern und Nachtmaren hätte dich verschreckt. Ich sagte doch, ich würde kommen. Nun denn, große Artefaktjägerin, konntest du es so leicht finden wie gedacht? Nicht ganz. Aber nach Erkundung dieser Insel kenne ich zumindest unseren nächsten Schritt. Wenn du bereit bist, führe ich dich hin. Ach, dann mal los. Diese gemeinsame Unternehmung gestaltet sich mühsam. Du sagst das, als sollte es leicht sein, ein Artefakt zu finden, das vor Urzeiten versteckt wurde. Ich nehme an, du jagst diesen Artefakten schon eine lange Zeit hinterher? Ja, eine ganze Weile. Was hat dich dazu gebracht? Ausgerechnet ein Ausflug, der schrecklich schief ging. Nun ist es so etwas wie mein Schicksal. Was genau werden wir mit diesem Artefakt tun, wenn wir es gefunden haben? Ich werde es fernab dieser Insel verwahren. An einem Ort, wo niemand seine Macht missbrauchen kann.
Macht. Also ist es eine Art Waffe? In den falschen Händen, ja. Die Art von Waffe, die nie zum Einsatz kommen sollte. Eine Waffe, die nicht eingesetzt werden sollte? Das würde nur jemand sagen, der zu schwach ist, um mit dieser Macht umzugehen. Es mag seltsam für dich klingen, aber vertrau mir. Man darf diese Macht nicht unterschätzen. Die Existenz deiner Welt hängt davon ab. Dieses Steingebilde wird uns dem Artefakt irgendwie näher bringen. Die große Artefaktjägerin ist von einem Haufen Steine überfordert. Es ist nicht so einfach. Es muss eine Art Trick geben. Vielleicht ist es ein Rätsel. Das war es. Ich habe es bereits gelöst. Ach ja, da ist nichts. Natürlich siehst du es nicht. Dir fehlt meine Gabe. Diese Gabe liegt nicht zufällig in der Familie? Wer sind deine Eltern? Bleib lieber bei der Sache. Das sieht wie die Insel des Nebels aus, aber mit mehreren Markierungen. Könnte es... Nein, unmöglich. Doch nicht etwa eine Karte. Darauf wäre ich wirklich niemals gekommen. Und was sind das für Markierungen? Es gibt mehrere Dreiecke und ein Kreuz, nicht weit von hier. Worauf warten wir noch? Gehen wir gleich dorthin. Verbringst du deine Tage immer dafür, Frauen auf Friedhöfen anzugreifen, oder hast du auch noch andere Pflichten? Ich sorge für meine Leute. Wir haben eine Siedlung namens Hrefnatorp. Ach, stelle ich mir schön vor. Ich reise allein und zwar schon ein ganzes Leben lang, wie es mir scheint. Du sagst das, als wärst du... Wie alt bist du eigentlich? Älter, als du denkst. Aber alle sagen mir, ich hätte ein junges Gesicht. Das ist ein schöner Vogel, der über dir fliegt. Ihr Name ist Zynen. Ich hatte auch mal einen, vor langer Zeit. Einen Adler namens Ikaros. Mir sind Raben lieber. Adler sind zu... Prächtig? Protzig. Du bist so still? Du hast doch nicht vor, mir wieder eine Axt an den Kopf zu werfen, oder? Nein, ich ertrage bloß auch mal ein bisschen Ruhe im Gegensatz zu dir. Gut. Der Kampf war anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich für noch einen bereit wäre. Du hast mich ebenfalls gefordert. War das ein Kompliment?
Hier ist nichts. Stell dich hier hin. Warum? Och, kannst du mir nicht einfach vertrauen? Oder wenigstens so tun, damit es schneller geht? Ach, na gut. Woher wusstest du? Sehr viel Übung. Noch ein Überfall. Der Tempel scheint sie anzulocken. Die sind sehr hartnäckig. Woher, Mann, diese Leonen? Sprechen die? Deine Sprache? Das kommt mir bekannt vor. Wir müssen Scherben, Schlüssel auf diesem Sockel ablegen. Dann öffnet sich... Nein, wir müssen reden. Die Leute, die uns angegriffen haben, haben sie deine Sprache gesprochen? Ich sagte doch schon, das Artefakt raubt ihnen den Verstand. Cassandra! Eivor, wann glaubst du mir endlich, dass ich hier bin, um zu helfen? Also gut, wir sind so weit zusammengekommen. Ich vertraue dir. Deine Absichten scheinen gut zu sein. Danke. Und wenn du sagst, dass du nichts zu verbergen hast, glaube ich dir. Es könnte sein, dass meine Ankunft auf der Insel des Nebels die Kräfte des Artefakts geweckt hat. Aber es ist nicht sicher. Und selbst wenn, ist das doch nur noch ein Grund mehr für mich, es zu entfernen. Nein, das ist noch ein Grund mehr für dich zu gehen, damit ich es entfernen kann. Lass es gut sein, Cassandra. Ich kann dir nicht trauen. Du hast keine Ahnung, womit du es zu tun hast. Du brauchst meine Hilfe. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Und wenn diese Männer hinter dir her sind, werde ich alleine leichter vorankommen. Eivor, bitte! Die Macht dieses Artefakts ist anders als alles, was du je gesehen hast. Nichts ist zu mächtig für mich. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich diese Waffe besser einzusetzen vermag als du. Oh, schön. Es reicht mir sowieso mit dir. Du bist unmöglich. Du bist zu ungestüm. Und das wird dein Untergang sein. Um die Tür öffnen zu können, muss ich all diese Scherben finden. Na dann mal los. Dieser Ort wird gut bewacht. Flieg, Freundin. Sockel gehören.
sicher. Ich sollte mich vermummen. Thank you.
werden sofort angreifen. Los, Söhnen.